Fehler gemacht. Gott hat einen genialen Körper gebaut, der tausende von Funktionen gleichzeitig regelt. Die Körperintelligenz ist wesentlich höher als die des Kopfes, als das, was wir uns hier drin ausdenken und auch das, was wir hier ausspucken. Ja? Aber so viel haben wir verstanden. Wir brauchen keine Prothesen unter den Füßen. Alles, was wir brauchen, ist Schutz. Und Schutz vor Scherben am Boden zum Beispiel und das Hygienethema und vielleicht natürlich schon ein bisschen das modische Thema und wir wollen vielleicht auch nicht in den Supermarkt barfuß gehen. Ja? Und das ist das, was ein Barfußschuh in erster Linie tut. Er bietet uns Schutz, er hat eine stoßstichfeste Sohle, da ist Kevlar drin verbaut und somit kann den Füßen nichts passieren, wenn wir laufen. Ansonsten ist die Sohle in dem Fall nur 3 mm, ich spüre alles, was drunter ist. Ich habe eben keine Fersensprengung, Zero Drop Zone, komplett flat, dass meine Statik nicht durcheinander geschmissen wird. Ich habe kein Fußbett, damit meine Fußmuskulatur nicht schläft. Ich habe eine Großzehenbox, dass meine Zehen sich aufrechnen können. Und gut aussehen tun sie in dem Fall nicht. Ich auch noch, dass ist Akku, hast einen Freizeitschuh, das sind Laufschuhe, das ist einer, der Halt gibt bei schnellen Richtungswechseln der Motos. Es gibt Business-Schuhe, es gibt handgemachte Lederschuhe, es gibt vegane Schuhe, es gibt alles. Und es gibt auch Schuhe für Kinder, ja, auch ganz, ganz wichtig. Und im Beschreibungsfeld gibt es den Link zum Shop und da gibt es auch einen Gutscheincode, da kannst du 10% sparen. Also wir machen es euch ein bisschen leichter. Jetzt hauen die gerade die Vivo-Leute, Vivo Barefoot haut jetzt die Sommerkollektion raus, da wird es nächste Woche, jede Woche neue Modelle geben. Ja, vielleicht noch kurz die Anekdote. Meiner Mutter habe ich jetzt auch 3 Jahre lang schon erzählt, dass ihre Schuhe Grütze sind. Ich musste ihr jetzt Barfußschuhe schenken, weil sie es dir nicht geglaubt hat. Weil sie es mir nicht geglaubt hat, weil ne, das ist eine Frage der gesellschaftlichen Konditionierung. Ja. Ja, das ist auch bei unseren Kunden. Eine Mutter müssen sich von mir. Nur so lange, wie sie hier sind und dann schlüpfen sie wieder ihre Schuhe rein, weil alle anderen es ja auch machen. Auch der Arzt zum Beispiel, auch der Orthopäde, alle in einem Topf, in einem Grützetopf drin. Wie gesagt, meiner Mutter habe ich die Schuhe jetzt geschenkt, plus die Correct Toes, weil sie auch einen schönen Hallux Valgus hat. Und jetzt tragen sie immer Schuhe. Genau, und jetzt hat sie mir am Telefon gesagt, Toni, du wirst es nicht glauben, ich merke es schon. Ich sage, doch, ich glaube es. Ja? Feeling is believing. In diesem Sinne, lasst euch die Schuhe raus. Feeling is believing. Und lasst uns ein Like für das Video da. Abonniert uns, falls du es noch nicht getan hast. Direkt nach dem Abonnieren kannst du auf unserer Kanalseite neben dem Abonnieren-Button auf so einen Zahnrad klicken, Haken in die Box setzen. Dann kriegst du jedes Mal eine Info, wenn wir ein neues Video hochladen. Mach mal wenn du mit der YouTube-App unterwegs bist, einfach auf die Glocke drücken, dann passiert genau das Gleiche. Hier geht es zu meingesunderkörper.de, zu einem Rückenprogramm, hier zu unserer Website, es geht zu Google Plus und unbedingt zu Facebook. Wir brauchen mehr Reichweite. Das hier müssen viel mehr Leute wissen. Dann haben wir eine bessere Situation in unserem Gesundheitssystem und weniger Kosten. Und hier geht es zu einem unserer letzten Videos und da passt natürlich jetzt das Correct Toes Thema dazu. Strong Reflexive wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gleich. Hey draußen, hier sind wieder Strong Reflexive, Strong Reflexive. Und heute geht es nochmal um das Thema Barfußlaufen, Barfußlaufstil. Okay, Anlass des Videos ist die Erfahrung der Vergangenheit. Wir sind jetzt ja schon Weilchen im Barfußlaufstil unterwegs. Wie lange eigentlich? 2 Jahre? Es krampft nicht mehr! Ich hätte ja mal ein bisschen Krampf! So vorne ist es ewig und wir müssen mal was anderes machen. Die Erfahrungswerte, ich kann, die wir mit den Herzschlägen verteilen wollen, haben den Hintergrund, dass wir A, vor allem ich jetzt, ja auch Menschen an diesem Barfußlaufstil offline, also in unserem Job als Personal Trainer, heranführen und Kunden haben, die Barfußlaufstil laufen, somit also auch Erfahrung beim normalen Menschen haben, weil wir sind ja nicht die Benchmark, wir sind ja nicht der Maßstab. Ja, ich schon gleich mal gar nicht als geborener Windhund. Und natürlich das Feedback von unseren Followern, von euch, von Leuten, die unter den Barfußlaufstil-Videos kommentieren und auch Erfahrungsaustausch, zum Beispiel mit Pelle und Falco, die Barfuß-Coachings machen, die Barfußlaufstil-Kurse in Köln in dem Flagship-Store.
machen und da einfach auch deren Erfahrung, ne, mit denen telefonieren wir mal und sind da im Austausch. Okay, also das ist mein Anlass. Und dann geht es uns einfach hier an dieser Stelle darum, nochmal euch ins Gewissen zu reden und euch anzuleiten, wie ihr richtig startet. Was läuft denn oft falsch? Übrigens, ja. Entschuldigung, sorry, gleich. Übrigens auch falsch, wenn die Leute rausgehen zum Job. Was läuft da falsch? Ja, also Video angeschaut, hey, gute Idee, das mache ich. Ich gehe raus und fange an. Ja, also das ist schon mal ein Riesending. Also wenn du noch nie in deinem Leben gelaufen bist, also auch Beispiel Joggen, wenn du nicht gejoggt bist, fängt an zu joggen, das kann ja nur grützig werden. Ja, aber Achtung, das ist vielen da draußen nicht präsent, weil man denkt, laufen kann jeder. Ja? Und der Nachbar macht es genauso. Ich habe jetzt mit Joggen angefangen. Ja, wie hast du das gemacht? Ich war im Laufladen, habe eine Laufstilanalyse gemacht, dann habe ich so einen tollen Hightech-Schuh gekriegt und jetzt seitdem laufe ich. Super, mir geht es viel besser. Ja, super, klar, das mache ich auch. Ja? Dass der Nachbar nicht weiß, dass er läuft wie der Glöckner von Notre Dame und sich dabei umbringt und das vielleicht auch zeitversetzt erst feststellt, das wird halt dabei ausgeblendet. Leider ist es so, dass wenn wir draußen unterwegs sind und Leute laufen sehen, tun es leider in 9 von 10 Fällen wirklich so. Also es ist wirklich so, die Augen weh. Ja? Ja. Deswegen habe ich immer Augentropfen dabei. Ah, ein Läufer! Ah! Ein Jogger! Ah! Ja, abgesehen davon, lassen wir das Joggen mal raus, wenn es dann wirklich über die Ferse knallt. Also da haben wir uns gemeinsam schon mal zu abgegeben. Ja. Was aber echt verheerend ist, ist dieses Denken, okay, ich habe das Video angeschaut, ich folge dem Gedankengang, was ich cool finde, und dann aber nicht die Eigenverantwortung übernommen wird, zu sagen, okay, und jetzt muss ich gucken, wie mache ich das am besten. Ich habe es ja auch schon Videos gesagt, ich habe es ja genauso arschig gemacht, weil ich ja noch dachte, haben es der Personal Trainer, aber wenn der es nicht weiß, dann weiß es niemand. Gut. Ja, und um da den Marco, den Laufcoach, den wir da hatten, der uns ganz gezeigt hat, einfach nochmal zu zitieren, aha, ich sehe, du hast dich da schon mal mit befasst, aber es ist noch falsch. Ja, und ist lustig, wenn ich die Aufnahmen noch habe, dann werde ich sie mal einblenden. Es hat wirklich nett ausgesehen, aber es hatte noch nichts mit dem Barfußlauf. Super. Noch gar nichts. Und ich habe wirklich nicht nur ein Video angeguckt, sondern ich habe auch die Trainingsklinik gelesen. Ich habe mir von Lee Saxby, sehr, sehr guter Barfußcoach, Videos angeguckt und so weiter. Aber es war einfach Grütze. Und du bist vom Fach. Ich bin vom Fach. Ich bin in meinem Leben schon gelaufen wie ein Wahnsinniger. Ich habe eine grundsolide Muskulatur. Allerdings hatte ich nicht die Fußmuskulatur, die ich heute habe. Ich hatte nicht die Achillessehnen, die ich heute habe. Ich hatte nicht die Wadenmuskulatur etc., die du brauchst. Ich hatte auch noch nicht die Mobility, die ich heute habe. Und das sind einfach Dinge, die man braucht. Aber jetzt fangen wir mal so richtig strukturiert an. Ja? Gute Idee, oder? Hey, voll geil. Was ist zu tun? So, was ist zu tun? Schritt 1. Wenn du umstellen willst, weil du verstanden hast, dass dieses Joggen ein totaler Mist ist, einfach nur ungesund ist und du willst dir nichts Schlechtes antun, ja? Dann fängt das Ganze an damit, mit Stehen eigentlich, also erstmal im Stand, die Wahrnehmung zu haben, wie stehe ich, und wenn du jetzt halt keinen Keil mehr auf der Ferse hast, dann erstmal deine Balance dahingehend zu verändern, dass du nicht auf der Ferse stehst und den ganzen Fuß belastest. Dann, mach ruhig erstmal. Fußmuskulatur trainen. Video wird verlinkt. Deine Füße sind in der Regel Matsche, Grütze, wenn du die ganze Zeit im Fußbett rumgelaufen hast mit dem herkömmlichen Zeug. Fußmuskulatur muss aufgebaut werden. Und dann brauchst du natürlich mindestens ein paar Barfußschuhe. Und dann holst du dir welche? Zum Laufen oder zum Gehen? Oder was machen wir jetzt? Ich würde sagen, du fängst erstmal an, los zu gehen. Genau, das heißt, du brauchst Schuhe für den Alltag. Du brauchst noch gar nicht den Laufschuh. Wenn du die Kohle hast und schon von der Selbstwahrnehmung ein bisschen weiter bist, ja, dann hol dir vielleicht direkt beides. Einen Schuh für den Alltag und einen Schuh fürs Rauslaufen. Oder hol dir einen Schuh, den du multifunktional einsetzen kannst. Aber du musst erstmal deine Fußmuskulatur durch das Gehen in einem Barfußschuh aufbauen. Du musst vor allem Zehenkraft
entwickeln. Und das musst du trainieren, das kann man im Alltag die ganze Zeit tun, im Sitzen und im Stehen, indem man immer nach dem Boden greift und immer die Großzehe runterdrückt, zum Beispiel. Ja, aber das ist der erste Schritt und der, je nachdem wie degeneriert deine Füße sind, wie schlecht deine Beweglichkeit ist, Beweglichkeit ist vielleicht der nächste Schritt, das lässt sich dann nicht machen. Das sagst du auch nicht. Kann ich mich, weil du kannst auch sagen. Aber das ist erstmal der, im wahrsten Sinne des Wortes, erste Schritt. Was muss ich können in Sachen Beweglichkeit? Ja, also sind wir gerade nochmal bei dem Fußaufsatz und so weiter und deiner Fußmuskulatur. Da unten braucht es ja auch dann noch eine gewisse Beweglichkeit in der Plantarfaszie. Und nicht nur da, du brauchst eigentlich in deiner kompletten Superficial Backline, also der Faszie, in deiner Körperrückseite setzt an der Plantarfaszie an, da geht es los, wie ich gerade eben gesagt habe, und dann geht es die ganze komplette Körperrückseite rauf, bis sogar vor an die Stirn. Und damit du gescheit laufen kannst, darf das Ding nicht steif hart sein, sondern es muss locker sein und es muss federn können. Ja, also es muss den Impact aufnehmen können und wieder raus. Einen kleinen Katapulteffekt haben und dann, wenn das gut läuft, wenn die frei ist, dann kannst du noch drüber nachdenken. Genau. Wie findest du das raus, ob du in der Hinsicht bereit bist? Das bist du, wenn du in die Hocke gehen kannst und die Ferse unten ist. Und du dabei nicht ganz rund bist, du dich vorne festhalten musst, ja? Sondern einigermaßen entspannt in die Hocke gehen kannst. Auch nochmal ganz kurz die Erklärung, wenn wir im Barfußlauf laufen, dann setzen wir eben nicht mehr auf der Ferse auf, sondern setzen neutral auf, mehr auf den Vorfuß. Und die Achillessehne, die ist jetzt hier, wird gespannt, die Wade arbeitet, dämpft, also das ist das Neue. Wenn du auf der Ferse aufsetzt, machst du einfach nur Kraft-Peng und der Oberschenkel arbeitet und dein ganzes Dämpfungssystem ist ausgeschaltet. Da brauchen wir eben Elastizität. Und hier haben wir einen Bereich, wo es häufig in die Hose geht. Die Achillessehne, wenn du zu schnell mit zu viel Umfang und ohne dich vorzubereiten startest, was kriegst du dann nämlich? Und dann im schlimmsten Fall entzündet sich die Achillessehne und im ganz beschissensten Fall, dann reißt du ein Ding auch ab. Ich sag's jetzt nur mal, eine Achillessehne, das hält ungefähr eine Tonne an Gewicht aus. Das ist richtig viel, was diese Sehne schafft, ja? Aber wenn du die halt Stück für Stück anballerst, dann kann halt die auch mal fatzen und das ist echt kein Spaß. Und um das jetzt gerade nochmal mit dem lockeren und geschmeidigen Federn zu vergleichen ist, klar, der Fuß droppt auf, die Ferse sitzt ab und dann ist so wie dieser Federmechanismus da. Wenn das nicht frei ist, dann musst du auf den Vorfuß aufkommen und ist alles bretthart. So, und wenn es bretthart ist, dann hast du sehr, sehr viel Muskelarbeit, also Faszie arbeitet eigentlich nicht, Katapulteffekt ist aus. So, und was bleibt dann übrig? Okay, Belastung geht, zack, in die Sehne rein, so wie es nicht sein soll. Ganz genau, und dann hast du genau die gleichen Probleme, die du vorher, oder ähnliche Probleme, die du vorher beim Joggen hattest. Und kommst vielleicht auf den Schluss, zum Schluss vielmehr, dass das Barfußlaufen mehr totale Grütze ist und dass die zwei Idioten, die dir dazu geraten haben, einfach Idioten sind. Jetzt kann ich noch die tolle Geschichte einbinden und dann gehst du zum Arzt und der sagt, ja ganz klar, du brauchst ja Einlagen. Und du brauchst Dämpfung. Und das sagt er, ohne deine Füße jemals angeguckt zu haben und dich auf eine Messplatte gestellt zu haben. Genau. Das fand ich so eine lustige Geschichte, was mir der Pelle erzählt hat, wenn er dann mit den Leuten in der Klinik ist und die als erstes sagen so, ah ja, ich stehe auf der Messplatte und sage, ah ja, mein Arzt hat doch gesagt, ich brauche Einlagen. Und das hat er gesagt, ohne dass du jemals auf einer Messplatte gestanden bist. Also mit welchen Befunden hat er da gearbeitet. Total krass. Ist auf jeden Fall crazy. Also, das ist so diese ganz, ganz wichtige Arbeit. Achillessehne, Superficial Backline, Faszie auf der Körperrückseite, Fußkraft. Und dann brauchen wir natürlich Technikarbeit. Und du brauchst ein Coaching, du brauchst einen Coach. Niemand, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe, auch wenn er schon länger sogar im Barfußlaufstil gelaufen ist und sich alle Videos angeschaut hat, ist bis jetzt richtig gelaufen. Niemand. Vielleicht wäre er sonst auch nie bei mir gelandet, okay. Aber egal. Wir reden von Haltung, man ist aufrecht. Ja? Wir reden von Rhythmus, das ist sehr, sehr häufig. Die Kontaktzeit ist zu lang. Ja? Die Feder kann nur arbeiten bei einer kurzen Kontaktzeit. Ja? Und wir reden davon, dass du entspannt bist, dass alle Gelenke locker sind,
Wenn du verkrampft bist, wenn du wieder willst, laufen willst und das möglichst schnell, dann bist du wieder in der Muskulatur. Wir wollen aber aus der Faszie herauslaufen. Und die Muskulatur nimmt den Rhythmus der Faszie auf, ja, und hilft sozusagen der Faszie, weil die natürlich arbeitet. Tanzen, ja, tanzen, die Muskeln groß lernen. Und da ist auch kein Weg zu weit. Leider ist die Situation so, dass es noch viel zu wenig barfußlaufende Coaches in Deutschland gibt. Die Situation wird sich in absehbarer Zeit auch vielleicht nicht verbessern, wobei da im Raum Nordrhein-Westfalen da ein bisschen was passiert. Da wird es vielleicht auch mal eine Academy jetzt geben, die Coaches ausbildet. Das ist schon in der Schublade, so was ich so gehört habe. Aber wirklich, da ist kein Weg zu weit. Das, was du da lernst, lernst du für dein Leben. Ja? Und dann läufst du richtig und dann geht es in die richtige Richtung. Ja? Also das ist enorm wichtig, das sollte man lernen. Jetzt gehen wir noch einmal, ich denke, das haben wir jetzt genug ausgerollt, einmal noch zum Thema Schuhwerk. Wir sind ja jetzt Vivo-Fans. Mit Vivo Barefoot haben wir halt angefangen und wir tragen halt nur die Schuhe und finden die... Und warum machen wir das? Weil gute Erfahrungen damit gemacht haben. Richtig, genau, finde ich geil. Ganz genau, da haben wir hier nochmal so ein Perlenar. Das ist jetzt der Stealth, den wir auf jeden Fall sehr empfehlen konnten. Den gibt es jetzt auch in der Winterproof-Ausführung. Bedient, der Angst hat, kalte Füße zu kriegen. Ich für meinen Teil laufe ja noch und bin jetzt auch schon das erste Mal bei Null komplett barfuß, weil ich das für einfach das Allerbeste halte. Aber da bin ich natürlich Exot. Die Leute gucken mich mit tellergroßen Augen an. Das finde ich immer witzig. Das macht mir regelrecht Spaß. Ja, das ist sehr, sehr gerne. Ja, genau. Das macht mir einfach Spaß. So, und jetzt habe ich noch was da. Das habe ich jetzt mal ganz neu. Hab ich auch einen Facebook-Post dazu gemacht. Wenn ihr nicht Fans auf Facebook seid, liked und sofort, sonst verpasst ihr den ganzen Mist. Ja? Das sind jetzt Luna Sandals. Das Standardwerk zum Thema Barfußlaufen ist, denke ich, Born to Run von Christopher McDougall. Das verlinken wir auch nochmal im Beschreibungsfeld. Und da gibt es einen Protagonisten, den sogenannten Barefoot Ted. Und der hat, der läuft Ultramarathons und der läuft die mit dieser Sandale oder also auf jeden Fall mit Luna Sandals, da gibt es verschiedene Modelle. 160 Kilometer auf diesem Weg unterwegs, ganz, ganz dünne Solo-Probe, Proprezeptoren, die Zehen haben Platz. Ich bin damit jetzt noch nicht so viel gelaufen. Das dauert ein bisschen, bis sich dieses Ding an die Füße anpasst, aber die ersten paar Male waren schon mal richtig geil. Und ich freue mich natürlich mega, dass ich jetzt auch dann mal im Sommer im Ballengang gehen kann, weil mit einem normalen Flipflop geht das nicht. Ja, das Ganze ist hier einfach auch sehr sinnhaft aufgebaut. Vorne dieser Riemen stört überhaupt nicht, du wirst hier oben gehalten. Und also die Erfahrung ist wirklich sehr, sehr positiv und das ist eine Alternative zum Schuh. Das kann sich natürlich wieder niemand vorstellen, der jetzt sagt, kalt, Winter, Sandale, bist du wahnsinnig? Oder du wolltest was sagen? Was soll denn das? Ja, ich wollte dich mal fragen, ja, warum du mir jetzt eine Sandale präsentierst und nicht beim Schuh bleibst oder komplett barfuß bist. Was ist der Gedanke? Ja, okay. Also ich laufe bevorzugt komplett barfuß. Ja, weil ich möchte einfach den Boden spüren, ich möchte den Boden reingreifen können, da ändert sich auch nichts. Meine Erfahrung ist, wenn du natürlich eine gewisse Distanz zurücklegst, ich laufe jetzt halt so meine, was ist 8 bis 10 Kilometer und das ist alles easy. Aber ich bin auch mal im Sommer, da war es immer heiß und dann gab es Asphaltstück, eine unbekannte Laufstrecke und dann brauchst du Schutz unter den Füßen. Ja? Und da ist natürlich ein Schuh cool und wenn es natürlich heiß ist, dann sowieso eine Sandale super. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich ja auch eben bei 0 Grad komplett barfuß laufen kann, weil nach 10 Minuten der Körper den Fuß massiv durchblutet, du hast diesen Punkteffekt, das hast du ja auch. Also du kannst tatsächlich mit so einem Ding durch den Schnee laufen, das geht. Das kann sich niemand vorstellen vielleicht, aber es ist tatsächlich so. Und weil was natürlich dann wieder angenehmer ist, wenn du dir keine Gedanken machen musst, ob was unter dem Schnee ist. Richtig, ganz genau. Weil komplett barfuß laufe ich, habe ich ein einziges Mal gemacht und mache es nicht wieder, mir ist nichts passiert, aber ich wusste, das war Harakiri-Aktion. Ja? Also bei Schnee würde ich zum Beispiel jetzt hiermit laufen, hätte ich kein Problem mit. Ich habe auch auf der Facebook-Seite von Luna Sandals, die werden wir auch noch verlinken, auch neulich einen Post gesehen, wo ein Mädel jetzt hier gerade aktuell mal im Schnee rumgebraust ist. Das geht. Stehen und langsam gehen nicht, aber laufen, das geht definitiv. Ein Vorteil bei der Sandale ist natürlich, wenn jemand einen sehr breiten Fuß hat, der ist vielleicht sogar noch in einem Vivo-Barefoot und fühlt sich da vielleicht sogar noch eingeengt mit den Zehen. Wobei wir wirklich eine sehr, sehr große Zehenbox haben.
Aber das ist natürlich überhaupt nicht gegeben. Also ich finde, sehr geiles Teil. Und wie gesagt, dementsprechend werden wir auch im Beschreibungsfeld da zu allem verlinkt, was die Jonas-Sendels-Jungs da zu bieten haben. Und werde da weiter berichten, wenn ich weitere Erfahrungen dazu gesammelt habe. Dann machen wir Schluss? Oder hast du noch was auf dem Herzen? Nein? Dann freuen wir uns über ein Like für dieses Video. Abonnier uns, falls du es noch nicht getan hast. Direkt nach dem Abonnieren kannst du auch auf unserer Kanalseite neben dem Abonnieren-Button auf so ein Zahnrad klicken, dann geht die Box auf, da einen Haken reinmachen, dass du die Info haben willst, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn du an einem Mobile-Device unterwegs bist, dann am besten in der YouTube-App auf diese Glocke drauf donnern, dann kriegst du auch eine Info, wenn wir ein Video hochladen. Genau. Bei meinesunderkörper.de gibt es bis jetzt ein Rückenprogramm. Schau doch mal vorbei, wenn du es mit Rücken hast oder jemanden kennst. Schick ihn da hin. Werde Fan auf Facebook, Apps auf Google Plus, wenn du da unterwegs bist. Geh auf unsere Website, schau dein kostenloses E-Book ab und zieh dir eins aus anderen Videos rein. Genau. Wir sind wieder raus. Ciao. Hey Mausen, hier sind wieder. Strong. Oh, Flex und Strong und Flex TV. Und heute geht es zum zweiten Mal um den Allengang. Okay, kurzes Intro von mir, einfach in Bezugnahme auf unser erstes Ballengang-Video, was wir selbst drehen, nochmal im Beschreibungsfeld verlinken werden. Einfach unter dem Video auf Mehranzeigen klicken oder wenn du auf der YouTube-App unterwegs bist, Handy, Tablet, dann auf der rechten Seite neben dem Titel des Videos aufmachen und dann kannst du zum ersten Ballengang-Video gehen. Und zwar, weil wir damals, das muss wohl gut vor einem Jahr gewesen sein, wir hätten es doch vorbereiten können, gucken können, ob wir es online gestellt haben. Haben wir aber nicht. Sagen wir einfach ein Jahr. Sagen wir mal circa ein Jahr, das ist schön ungenau, haben wir das Video ausgehauen. Und es war primär ein Technikvideo, also wir haben erklärt, wie man sich den Ballengang annähern kann. Und waren beide noch im Ungewissen, ob das denn tatsächlich das Gelbe vom Ei ist. Wir handhaben das ja immer gerne so, dass wir die Dinge, die wir hier so raus posaunen, auch irgendwo bestenfalls selber erlebt und erfahren haben. Und jetzt, ein gutes Jahr später, also als das erste Ballengang-Video rauskam, war ich ja schon eine Weile unterwegs. Ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt anderthalb Jahre Erfahrung. Sind wir also dazu sanktioniert, die Posaune anzusetzen und mal ganz groß rauszuposaunen, was wir jetzt denn davon definitiv halten. Jetzt würde ich das veranschaulichen wir einmal den Ballengang und zwar dann auch das Verhältnis zum Fersenaufsatz, Fersengang, auch genannt Heel Striking. Also was ist grundlegend anders? Wir setzen eben nicht die Ferse als erstes auf, sondern wir heben das Knie ist weich, setzen dann unterhalb des kleinen Zehs auf den kleinen Zehballen auf, pronieren, rollen nach innen zum Großzehballen ab, das ist hier schon mal eine Dämpfungsfunktion, die das Ganze hier erfüllt und dann kommt erst der Fersenaufsatz. Und ein paar Schritte am Stück sehen dann so aus. Ja, ganz genau. Jetzt hast du mal kurz den Unterschied zwischen den zwei Laufstilen sehen können. Vielleicht machst du jetzt auch noch mal einen kleinen Selbsttest, um einfach selber mal wahrzunehmen, wie das Ganze sich denn anfühlt für deinen Körper. Und zwar hältst du dir mal die Ohren zu, also wenn ich fertig geredet habe, bitte, und gehst mal bitte über die Ferse ein paar Schritte und danach Ohren zuhalten und über den Vorfuß bzw. über die Fußballen ein paar Schritte. Und sollen wir es auflösen, was da passiert? Du wirst vielleicht selber merken. Ja, also was, man hat ja eine verstärkte Innenwahrnehmung, wenn man akustisch in dem Fall, wenn man die Ohren zuhält. Und ja, wir nehmen es jetzt einfach mal vorweg. Okay. Oder halt das Video an, mach es und dann
drück wieder auf Play und dann wirst du uns zustimmen, wenn du es hingekriegt hast. Weil das Problem ist immer, wenn man sagt, wenn ich auch nicht mache das mit Kunden öfter, sage ich ja, laufen ganz normal so wie die Läufen, halte die Ohren zu. Und sobald du das sagst, denkst du, nee, mach ich nicht! Mach ich nicht! Aber also versuch normal. Halt sie! Nee, mach ich nicht! Praktisch alle über die Gasse laufen.